In The Sims 4 gibt es Welten, die wir mittlerweile nach so einer langen Zeit schon beinahe auswendig kennen. Manche von den Grundstücken könnte ich schon fast aus dem Kopf heraus nachbauen. Die Simmerin Sweetie Rides hat sich die Mühe gemacht und alle The Sims 4 Welten im Spiel komplett umgebaut. Nichts ist hier wie vorher. Ich sage es nur ungerne, aber so langsam bin ich von den älteren Sims 4 Welten ein wenig gelangweilt. Ohne nachzudenken weiß ich mittlerweile, dass die Grusels es sich auf diesem Grundstück in Willow Creek gemütlich gemacht haben und der Holiday-Haushalt dieses Häuschen hier bewohnt. Dieses Gefühl hatte wahrscheinlich auch Sweetie Rides, die die komplette Sims 4 Welt platt gemacht und mit ihren eigenen Häusern und Haushalten bestückt hat. Hier seht ihr ihre Interpretation von Willow Creek, welches für mich direkt ein wenig moderner und weniger bunt wirkt. Das Reichenviertel ist wohl jetzt nach Pendula View gewandert und auch die anderen Welten haben jeweils ihren eigenen und unverwechselbaren Stil erhalten. Schaut euch beispielsweise mal das standardmäßig im Basisspiel komplett leere New Quest an, welches jetzt aus zwei Wohngebieten und verschiedenen Läden, einer Bücherei oder Fitnessstudio besteht. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer von euch New Quest in seinem Spielstand schon komplett zugepflastert hat. Aber wenn wir auch einen näheren Blick in die einzelnen Wohnungen der Sims werfen, fällt auf, wie detailliert Sweetie Rides hier gebaut und erstellt hat. Alle Häuser sind super hübsch eingerichtet und wurden mit viel Dekoration bestückt. Ich will gar nicht wissen, wie lange es gedauert hat, diese Grundstücke fertigzustellen. Dadurch, dass nur wenige Creator vom Stil zusammenhängende Grundstücke für die Nachbarschaften hochladen, ist es beinahe ein ungewohntes Bild, dass alle Häuser hier so gut zusammenpassen. Aber nicht nur sind die Nachbarschaften extrem detailliert, auch die Haushalte an sich haben viel Liebe und Detailreichtum erhalten. Diese haben nämlich Berufe, teilweise maximierte Fähigkeiten und auch Beziehungen außerhalb des eigenen Haushalts. Wenn ihr mal in den Ersteller einen Sim-Modus wechselt, wird euch auffallen, dass sie hier sogar für ihre Sims eigene Vorlieben und Abneigungen definiert hat. Das größte Glow-Up hat meiner Meinung nach Oasis Springs hingelegt. Ich liebe besonders den neuen Stil der öffentlichen Grundstücke. Hier im Hintergrund seht ihr auch nochmal ein paar andere Einblicke verschiedenster Sims 4 Regionen. Alle zu zeigen würde natürlich den kompletten Rahmen dieses Videos sprengen. Teilweise wurde sich beim Bauen grob an dem Stil, wie die Entwickler die Region auch ursprünglich gestaltet haben, orientiert. In manchen Welten hat sich hier Sweetie Rides aber auch ein komplett eigenes Design ausgedacht. Ein kleiner Wermutstropfen für alle Spieler, die bisher nur wenige Packs für den neuesten Ableger der Sims-Reihe besitzen. Beim Bauen und Einrichten wurden alle Packs, die es für die Sims 4 gibt, verwendet. Wenn ihr also das Spiel mit nur wenigen Packs startet, kann es sein, dass einige Häuser anders aussehen, als sie eigentlich gedacht waren. Die vielen Packs haben aber auch einen entscheidenden Vorteil. Die Erstellerin hat beim Bauen in jeder Welt alle Pack-Features verwendet. So können wir jetzt in vielen verschiedenen Welten das Restaurant besuchen oder unseren Sims im Pool beim Abkühlen zuschauen, obwohl diese Features eigentlich mit Gaumenfreuden und Zeit für Freunde ins Spiel gekommen sind. Auch mit 8 Jahren Basisspiel-Updates sind so viele Features ins Spiel gekommen, die es beim Erscheinen mancher Region noch gar nicht gab. Jetzt sind auch endlich nicht mehr alle Grundstücke komplett flach. Wenn ihr euch den Speicherstand herunterladen möchtet, findet ihr natürlich den Download-Link in der Beschreibung. Hier gibt es einmal eine Version ohne und mit den passenden Sims. Was denkt ihr zu diesem Speicherstand? Wünscht ihr euch auch eine komplette Überarbeitung seitens der Entwickler? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.